Ja, herzlich willkommen zu H5P Inhaltstypen unter der Lupe. Ich bin Oliver und ich zeige euch eben in dieser Serie verschiedene Inhaltstypen zu H5P, was sie können und wie man sie erstellt. Und falls ihr nicht wisst, was H5P ist, könnt ihr einfach mal auf h5p.org gehen. Dahinter verbirgt sich dann einfach eine Software, die kann man sich kostenlos runterladen und dann auf seinem WordPress oder Drupal oder Moodle oder Stut.IP oder Ideas oder Typo3 und noch ein paar anderen Systeme installieren. Und dann kann man loslegen und viele interaktive Aufgabentypen erstellen oder Inhaltstypen, wie sie heißen. Und einer davon heißt Fill in the Blanks und dahinter verbergen sich Lückentexte und um den geht es heute. Und damit das nicht alles nur so Theorie ist und ihr euch da jetzt irgendwas drunter vorstellen müsst, zeige ich das einfach mal. Also. So, jetzt mache ich es noch ein bisschen größer. So. Also was ihr jetzt hier auf dem Bildschirm seht, das ist h5p.com, aber das ist nur eine Plattform, wo eben auch h5p drauf läuft. Und was ihr da jetzt seht, das ist einfach ein Lückentext, den ich mal erstellt habe. Und ist jetzt nicht so überraschend, was das ist. Es ist halt ein Lückentext und wird immer ein bisschen gestritten, braucht man die überhaupt noch, ist ja so behavioristisch, aber es gibt durchaus so ein paar Sachen, da kann es sinnvoll sein, wenn man Sachen einfach auswendig lernt. Und da seht ihr eben hier ein Beispiel, das sind eben unregelmäßige englische Verben. Ich weiß, kann man auch anders lernen, aber ich glaube, hier ergibt das auswendig lernen tatsächlich so einen Sinn und hier gibt es auch Sinn, dann Lückentexte zu machen. So, wir können jetzt einfach mal versuchen, das zu lösen. Also trage jeweils die Form des Verbs in die Lücken ein, also die richtige Form natürlich. Und hier mache ich das auch einfach mal. Also eaten, I have eaten so much, I'm full now. Dann das nächste, submarine, jetzt to dive. Kann man hier auch gucken, da ist so ein kleiner Tipp versteckt, kann ich draufklicken. Und dann sagt er mir, es gibt zwei Möglichkeiten. Und wer ein bisschen weiß, worauf es hinausläuft, es gibt eben britisches Englisch und amerikanisches Englisch und die sind ein bisschen unterschiedlich. Und probieren wir einfach mal aus. Ich hätte dove gesagt und ich habe gelernt, dived geht auch. Und sorry und dann misunderstood. Und das dritte Feld, ich habe natürlich in jedem Feld ein bisschen was Besonderes gemacht. Ich baue mal bewusst so einen kleinen Tippfehler ein. So. Na, guck mal, wunderbar. Also eigentlich, hier ist tatsächlich die Rechtschreibprüfung. Hier sagte mir sogar, es wäre falsch, aber wir gucken mal, was passiert. Ich drücke mal überprüfen. So, und jetzt sagt er mir großartig und er gibt mir 3 von 3 Punkten. Also offensichtlich alles richtig. Das heißt, hier gibt es 2 Möglichkeiten, da habe ich offensichtlich einen der richtigen erwischt. Und obwohl ich hier einen Tippfehler drin hatte, das wird gleich wichtig, sagt er auch, das ist okay. So, und wenn man jetzt gucken möchte, wie man sowas erstellen kann, dann gibt es eine sehr schöne Seite, die rufe ich jetzt mal auf. Und ich mache gleich beides nebeneinander, keine Angst. Aber ich gehe jetzt auf einstieg-h5p.de. Das ist eine Seite von Neil Hirsch, die hat sich angelegt, damit man da H5P ausprobieren kann. Und auch die mache ich ein bisschen größer. So, und jetzt machen wir noch einen kleinen Trick hier. Einmal und zweimal. Jetzt haben wir nämlich auch beide nebeneinander. Jetzt versuchen wir einfach mal zusammen diesen Inhaltstyp nachzubauen, also was wir da jetzt gesehen haben. Also was man hier auf der rechten Seite sieht, Testinhalt erstellen, wenn man da draufklickt, dann seht ihr eben genau das, was man so von H5P kennt. Also das ist der Editor von H5P und da kann man seine Inhalte erstellen. Und was wir brauchen, ist eben einen Lückentext, der heißt Fill in the Blanks. Und den können wir jetzt suchen. Und wenn ich Fill eingebe, findet ihr ihn auch schon. Und dann klickt man da drauf und dann geht das los. Jetzt bekommt man hier diese Maske und die kann man ganz einfach Schritt für Schritt abhaken. Also wir brauchen einen Titel. Und da steht einfach Lückentext und regelmäßige Verben. Das ist der Titel. Den übernehmen wir einfach auch. Den kopiere ich mir. Dann spare ich mir das Eintippen. So, den haben wir. Und dann seht ihr hier rechts ja auch so ein Bild. Da kann ich auch draufklicken. Dann kann man es nochmal größer sehen, wenn man das braucht. Brauchen wir also ein Bild, das man davor setzen kann. Und das verbirgt sich dann natürlich auch hinter Medien. Das heißt, wir klicken einfach mal hier drauf. So, dann klappt das aus. Dann sieht man, da gibt es eventuell mehr als eine Sache. Es gibt hier tatsächlich Bilder und Videos. Das heißt, statt ein Bild könnte man auch ein Video unterlegen. Aber wir bauen hier einfach mal das Ganze nach. Also, nehmen wir ein Bild und dann klickt man da, wie man sich denken könnte, auf hinzufügen. Und da seht ihr schon, ich habe da was vorbereitet. Red Telephone. Und das ist mein Bild. So, das öffne ich dann. Da habe ich dann mein Bild.
Was dann ganz schön mit Behaftungsspiel, das ist jetzt nicht nur bei den Lückentexten so, aber das könnt ihr euch schon merken für alle. Bei Bildern, gerade wenn man die weitergeben möchte als offene Ressource, dann ist das ja gut, wenn man weiß, wo die herkommt. Und ich habe tatsächlich ein gemeinfreies Bild genommen. Das heißt, damit kann man dann letztlich machen, was man möchte. Und der Vollständigkeit halber, damit die Leute auch wissen, dass das gemeinfrei ist, sonst wissen sie ja vielleicht gar nicht, ich nichts dran schreibe, was darf ich denn damit machen, gibt es hier einen Knopf, der heißt Metadaten, der ist hier. Und wenn ich da drauf klicke, dann geht nochmal ein Feld extra auf. So, jetzt ist die Frage, was trage ich da ein? Wir haben ja unser Original hier links schon liegen. Und was man da machen kann, ich könnte jetzt natürlich die Daten, die hatte ich ja in dem Dateinamen drin, die könnte ich da jetzt eintragen. Aber damit ihr auch hier seht, was H5P so kann, immer wenn ihr die Daten hier eingetragen habt, in diesem Metadatenfeld, dann sammelt H5P das. Und wenn man hier unten auf Rights of Use klickt, dann werden die auch angezeigt. So, und jetzt spare ich mir auch wieder das Tippen. Offensichtlich für der Titel Red Telephone. Kopiere ich mir das raus und füge das da einmal ein. So, Lizenz, Public Domain, ist gemeinfrei. Dann suche ich mir die raus, Public Domain. Jahreszahlen war jetzt irgendwie nicht dabei. Dann haben wir noch den Autor, ist Adam Wilson. Kopiere ich mir auch einmal. Und packe das in das Feld für den Autor. Und damit man Sachen später auch nochmal wiederfindet, ist es immer ganz gut, wenn man den Link auch noch hat. Das ist eben hier in dem Fall von Unsplash. Die haben viele gemeinfreie Bilder. Und dann nehme ich halt den Link und kopiere mir den auch da rein. So, mehr muss man da gar nicht machen. Dann könnte das, wenn man jetzt eine ausgefeiltere Lizenz hat, noch so extra Daten eintragen. Aber haben wir in dem Fall nicht. Gut, dann einfach Metadaten speichern. Die sind damit hinterlegt. Und dann können wir mal weiter gucken. Also, was sagt er denn hier? Alternativtext, was könnte das sein? Das ist tatsächlich dafür da für Leute, die sehbeeinträchtigt sind. Das heißt, der ist jetzt hier so ein rotes Sternchen, man sollte das eintragen. Und in dem Fall könnten wir zum Beispiel einfach sagen, rote Telefonzelle. So, haben wir die da drin. Das heißt, wenn jetzt jemand eben nicht sehen kann oder nicht so gut sehen kann, da gibt es einen Screenreader und der würde dann eben vorgelesen werden, der Screenreader würde vorlesen, was wir hier reingeschrieben haben. Das heißt, das Bild kann man nicht sehen, aber man bekommt dann eben den Hinweis, hier ist ein Bild und das zu sehen, eine rote Telefonzelle. So, Hovertext wäre das gleiche, wenn man mit der Maus drüber fährt, aber das kann man uns sparen. Das ist auch nicht so wichtig, das kann man sich später vielleicht nur angucken. Und jetzt sind wir im Prinzip bei der Aufgabe. Und jetzt können wir ja auch, da steht schon sowas Ähnliches drin, trage die fehlenden Wörter ein. Und ich mache es mir jetzt auch wieder einfach. Ich kopiere einfach mal das hier rüber. Füge das hier einmal ein. Da seht ihr, da kann man noch ein bisschen mehr mitmachen. Das Ganze fett geschrieben, kursiv und solche Gespäße. So, und dann geht es jetzt eigentlich den ganzen Text eingeschränkter Form zurück, weil das so ein bisschen kryptisch anmutet, aber es ist dann letztlich doch ganz einfach. Hier ist schon so ein kleines Beispiel drin. Da sieht man schon, so die Lücken macht man mit Sternchen. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland und wenn man ein Sternchen herumsetzt, dann macht er halt die Lücke da rein. Und vielleicht lade ich das auf der linken Seite nochmal neu. So soll das nachher aussehen. Und dann fangen wir einfach mal an. Also ich schreibe mal den Satz so hin, wie er richtig wäre. Also I have eaten so much. Ups. I'm full now. So, und dann brauchen wir noch to eat, damit man weiß, welches Verb da rein soll. So, und was wir jetzt machen, ich speichere das zwischendurch schon mal, damit wir mal sehen, wie das aussieht. Hier gibt es leider noch keinen Vorschau-Modus, dass man sofort sehen kann, wie es am Ende aussieht. Eine Sache mache ich noch, ich setze nochmal die Sternchen direkt um Eaten auch drum. So. Dann speichere es einmal. Das ist hier unten in dem Fall. Und dann haben wir hier, das sieht ja schon ganz gut, das ist ja fast identisch. Hm? Also sieht gut aus, da ist unsere Lücke, da wo wir Eaten eingetragen haben, mit den Sternchen rum. Und das To Eat müssten wir jetzt noch fett machen. Okay, gehen wir einfach nochmal rein. So, dann bearbeiten wir die Aufgabe nochmal. Ist mal ein bisschen Scrollen verbunden, wenn das so groß ist, aber wenn ihr es nachher auf eurem Bildschirm habt, dann geht das natürlich. So, also springen wir mal nach hinten, markieren wir das hier mal und klicken einfach, sehr simpel, wie ihr das kennt, auf diesen Knopf und dann wird es halt fett gedruckt. So, das war der einfache Teil. Ein bisschen schwieriger war schon das zweite Beispiel, denn da gibt es ja zwei Möglichkeiten. So, und das eine, was wir erstmal machen müssen, ups, das Fett brauchen wir hier nicht. Also wir schreiben erstmal wieder den Satz, so wie er richtig wäre.
Submarine und jetzt eben das richtige, die richtige Form von to dive da rein. Ich hatte geschrieben dived. Ich hatte doof geschrieben, aber ist egal. Dived wäre die andere. To avoid being seen. Jetzt wissen wir auch schon, wie das geht. Also einfach to dive dahinter und das Ganze fett gemacht. Und dann haben wir das. So, es gibt eben, das ist das britische Englisch, wäre dived. Tatsächlich habe ich im Oxford Dictionary nachgeguckt. Das ist wirklich dived. Und es gibt eben auch dove, das wäre die amerikanische englische Form. Und wenn man die auch haben möchte, dann gibt es einfach die Möglichkeit, Varianten, nicht nur eine, sondern beliebig viele, dahinter zu hängen. Das macht man mit einem Schrägstrich. Also dived, Schrägstrich und dann dove. Und können wir uns einfach mal angucken, wie das aussieht, ob wir das richtig gemacht haben. So, hier wäre unsere Aufgabe. So. Und ich nehme einfach das hintere, ich nehme jetzt wieder Dove und gucke mal. Und er sagt, das ist richtig, das ist schon mal sehr gut. So, das heißt, da geht jetzt Dived und Dove. Und was jetzt noch fehlt, wenn man auf die linke Seite guckt, das ist dieser blaue Hinweis hier. Und den können wir auch ganz einfach dazufügen. Dann geht man wieder auf Bearbeiten und scrollt wieder ein bisschen runter. Und dann geht man einfach in dieses Feld nochmal rein. Und wir haben jetzt einmal diesen Schrägstrich gehabt. Und wenn man dann irgendwann einen Doppelpunkt setzt, dann heißt es, ab hier so ein kleiner Tipp losgehen. Das ist ein bisschen nachteilig noch, weil man dann jetzt nicht so viel eine Rechenaufgabe mit einem Geteilzeichen machen kann. Aber der ist halt reserviert, der Doppelpunkt für einen Tipp. So, und ich weiß nicht mehr genau, was da stand, aber sowas wie es gibt hier zwei Möglichkeiten. So, vielleicht noch ein Punkt dahinter. Und so nochmal speichern und gucken. Und jetzt sieht das gut aus. Jetzt haben wir da den kleinen Hinweis drin. Und wenn wir da draufklicken, gibt es zwei Möglichkeiten. Sehr gut. So, dann haben wir noch das dritte Feld. Und so, da gehen wir nochmal rein. Also das ist jetzt einfach. Wir wissen jetzt schon, wie es geht. Sorry. Ups, das Fettdruck mal weg. Sorry. I misunderstood the assignment. So, was müssen wir wieder tun? Also die Sternchen um das misunderstood. Und dann gehen wir nochmal hinten da hinten dran. To misunderstand. Und machen das wieder fett. So, jetzt gucken wir doch mal, ob das hingehauen hat. Speichern. So, also ich lasse mal die ersten beiden frei, aber jetzt, was ich mache, das gleiche, was ich vorher gemacht habe. Ich gebe mal mit dem Z misunderstood ein und prüfe. Und er sagt, ist falsch auf der rechten Seite. So, sagt er aber, das ist richtig. Also muss noch irgendwas unterschiedlich sein. Und ist es tatsächlich auch. Also man könnte jetzt auf die Idee kommen, ihr habt ja gesehen, wie bei dem zweiten Feld. Man kann Alternativen angeben und man könnte das natürlich machen, dass man hier auch mit dem Z das misunderstood dranpackt. Das ist natürlich ein bisschen aufwendig, wenn man jetzt überlegen müsste, okay, welche Fehler oder ja, welche kleinen Schlenker könnten denn drin sein, welche will ich akzeptieren. Dann muss man so einen Rattenschwanz Alternativen damit angeben. Das möchte man nicht. Und wenn es jetzt tatsächlich hier darum geht, dass prinzipiell, da geht es ja jetzt hier um die richtige, unregelmäßige Form des Verbs eben misunderstood und ob da jetzt ein Rechtschreibfehler drin und so ein kleiner, soll ja jetzt nicht so schlimm sein in dem Fall. Wenn man das möchte, hat dieser Inhaltstyp von H5P noch eine kleine Extra-Funktion. Und da muss man einmal ein bisschen scrollen wieder. Und dann findet man unten einen Punkt, der ist ein bisschen kryptisch. Das ist einfach Behavioral Settings als Verhaltenseinstellung übersetzt. Wenn man den ausklappt, bekommt man so ein paar Extra-Optionen. Und wenn wir da runter scrollen, dann gibt es da etwas, das heißt kleine Rechtschreibfehler akzeptieren. Darunter ist auch erklärt, wie das funktioniert. Und zumindest grob erklärt, wie das funktioniert. Also wenn das Wort, das da drin steht, 3 bis 9 Zeichen hat, dann akzeptiert es einfach so einen kleinen Fehler. Das heißt, ein kleiner Fehler heißt, es fehlt ein Buchstabe oder es ist ein Buchstabe zu viel irgendwo oder es sind so 2 Buchstaben vertauscht oder einer ist halt falsch gesetzt. Und wenn es mehr als 9 Buchstaben sind, akzeptiert er 2. Das fängt ganz gut so als Daumenregel so Rechtschreibfehler ab. Und wenn man den anhaken, machen wir einfach mal. Und dann nochmal schauen. Und dann scrollen wir wieder runter. Dann haben wir wieder unsere Aufgabe, die jetzt schon ziemlich genauso aussieht. Wir können ja mal genau das gleiche machen wie da.
Also wir haben Miss mit Z, understood. Und überprüfen. Zack. Also hat er jetzt erkannt, weil jetzt das Z halt nur das S und Z vertauscht. Kleiner Fehler. Passt. So. Jetzt können wir nochmal gucken. Es sieht noch ein bisschen anders aus. Links sagt er mir, da stimmt etwas noch nicht. Versuche es weiter. Also fehlt uns noch was. Das heißt, wir müssen nochmal reingehen und gucken. Also nochmal auf Bearbeiten. Und wir scrollen wieder zu unserer Aufgabe. Und wahrscheinlich habt ihr es schon gesehen, darunter gab es ja ein Feld allgemeine Rückmeldung. Das ist eben genau dafür da, um zu gucken, wie viel Prozent richtig hat denn die Person, die das, die Aufgabe gemacht hat, erreicht. Und je nachdem, wie viel das ist, können Rückmeldungen gegeben werden. Und ich weiß, natürlich sind es hier nur zwei, da müssten wir jetzt genauer nachgucken. Aber wir machen es hier nicht so kompliziert. Man kann hier beliebig viele Sachen dazu packen und von 0 bis 10 Prozent, von 11 bis 12, von 12 bis 100 oder wie auch immer ihr das möchtet. Und hier habe ich es einfach halt halber einfach mal 0 bis 90 gemacht, trage ich da ein. Das heißt, bei drei Punkten, die möglich sind, muss man halt alles richtig haben in dem Fall, damit man das richtig erreicht. Und offensichtlich soll da rein, da stimmt etwas noch nicht, versuche es weiter. So nach dem Motto, ist nicht so schlimm, ne, du schaffst das schon. Und ich weiß, bei dem anderen hatte ich großartig eingetragen. Das mache ich einfach mal auch. So, und wenn ich jetzt wieder speichere, dann gucken wir nochmal. So, dann scrollen wir runter. Das sieht doch jetzt schon ziemlich gleich aus. Jetzt gucken wir erstmal, was hier passiert. Also mache ich wieder das, da wissen wir. Misunderstood, ist falsch geschrieben. Trotzdem erkennt das immer noch richtig an. Und jetzt hat er da auch, da stimmt etwas noch nicht, versuche es weiter. So, passt ganz gut. Jetzt können wir uns die anderen Sachen auch angucken. Jetzt haben wir wirklich 1:1 das nachgebaut, was ich da links gemacht habe. Und das deckt jetzt so in der Regel schon alles oder sehr viel von dem, was man mit Lückentexten machen möchte. Aber H5P hat noch so ein paar kleine Sachen, die man hier einstellen kann. Und da der Inhaltstyp, der ist wirklich sehr einfach und klein ist, kann ich euch das alles in diesen 20 Minuten zeigen, die geplant sind. Das heißt, wir gehen nochmal runter. Also hier kann man nichts mehr machen. Wir können es nochmal durchgehen. Also hier könnte ich jetzt noch ein Video auch reinbauen. Das funktioniert aber genauso. Dann lade ich eine Videodatei hoch oder verlinke die irgendwo. Brauchen wir jetzt nicht. Das ist nicht so spannend. Spannender ist das, was es hier unten noch gibt. Den hier kann ich kurz erwähnen, Bezeichnung und Beschriftungen. Da kann man das, wenn man möchte, noch in eine andere Sprache übersetzen. Bei H5P, ich weiß gar nicht, welcher Ende ist. Also ihr seht, ihr könnt ja sagen, wenn ihr es jetzt doch irgendwie auf Griechisch braucht oder so, kann man es jetzt auch alles auf Griechisch anzeigen lassen, machen wir nicht. Das ist aber, die hat jeder Inhaltstyp, das ist jetzt gar nicht speziell für die Lückentexte. Aber wir klicken nochmal hier auf Verhaltenseinstellungen. Und da sehen wir noch ein bisschen was. So, wir können es einfach mal ausprobieren. Also, wiederholen zulassen und Lösungen ermöglichen. Lösung anzeigen ermöglichen. Manchmal ist es ja so, dass man sagt, ich zeige das mal links. Ich klicke einfach mal hier links auf Lösung anzeigen. Der Knopf ist ja da. Achso, dann sagt er mir noch, bitte fülle alle Lücken aus, um die Lösung ansehen zu können. Kann man nämlich auch einstellen. Der Haken ist gesetzt, alle Lücken müssen ausgefüllt sein, bevor die Lösung angesehen werden kann. Na gut, dann machen wir das doch mal. Also wiederholen wir das nochmal. Und also Eton, machen wir mal richtig. Hier machen wir mal irgendwas Komisches rein, Divin. Und dann machen wir es hier mal auch mal richtig, damit sehen, dass das auch geht. Oh, jetzt bin ich... Okay, hier sieht ihr jetzt... Ah, perfekt, dass ich das falsch gemacht habe. Jetzt sieht ihr natürlich, hier ist an, dass so kleine Rechtschreibfehler auch akzeptiert werden. Und wenn ich statt dived divin eingebe, ist da hinten das eine D natürlich auch nur so ein kleiner Fehler. Das heißt, jetzt wird vielleicht was ich gar nicht so haben wollte, auch richtig akzeptiert. Also muss ich es nochmal anders machen. Also das mache ich nochmal richtig. Machen wir einfach mal... Also Dove würde auch gehen, Doveton. Und misunderstood. So, das passt jetzt. So, Doveton ist jetzt wirklich falsch. Ne? Also Vorsicht mit dieser Einstellung, kleine Rechtschreibfehler akzeptieren. Manchmal akzeptiert er eben auch Sachen, die ihr nicht haben wollt. So, und jetzt habe ich aber die Möglichkeit, weil ich alles ausgefüllt habe, auf Lösung anzeigen zu klicken. Und jetzt zeigt er mir das ja auch. Also Dive wäre richtig gewesen oder Dove. Ne? Zeigt er mir. Sehr schön. Also das macht diese Einstellung und wir nehmen jetzt einfach vielleicht mal weg oder Lösung anzeigen. So,
das Gleiche wiederholen zu lassen. Das ist jetzt vielleicht ein Spezialfall. Das muss ich vielleicht mal in einer extra Sendung, hätte ich fast gesagt, in einer extra Folge erklären. Aber wir nehmen das erstmal mal weg, wiederholen zu lassen. Und wir speichern mal, wir gucken mal, wie sich das dann ändert. Das heißt, wir haben jetzt rechts unsere bearbeitete Version. Und jetzt können wir hier wieder irgendwas eingeben. Ich mache jetzt einfach mal so ein bisschen Zahlen, Buchstabensalat. So, überprüfen. Jetzt sagt er mir, da stimmt etwas noch nicht, versuche es weiter, was natürlich nicht geht, weil ich jetzt das Wiederholen ausgestellt habe. Das heißt, ich habe jetzt hier keinen Wiederholen-Knopf und ich habe auch keinen Knopf, um mir die Lösung anzeigen zu lassen. Also das kann man offensichtlich dann auch ausstellen. So, Nachteil, was man auch abschalten kann, was jetzt hier aber nicht geht, wenn ich jetzt F5 drücke, lädt er die Seite natürlich neu und ich kann es auch nochmal versuchen. Das muss man auf andere Art und Weise abstellen. Das ist aber außerhalb dieses Inhaltstyps. So, also gucken wir nochmal rein, was man noch so einstellen kann. So viel war es ja gar nicht mehr. So, wir haben noch, ja, der ist noch ganz spannend, Antworten nach Eingabe automatisch prüfen. Den setze ich mal. Und den erwähnen, kann ich nur so erklären, so auf Groß- und Kleinschreibung achten. Das ist so ähnlich wie auf Rechtschreibfehler achten. Da kann man einfach sich überlegen, ob ein Wort groß geschrieben wurde oder klein geschrieben wurde am Anfang oder in der Mitte oder wie auch immer oder komplett groß. Das soll egal sein, das macht der. So, aber ich habe jetzt den Haken gesetzt, beantworten nach Eingabe automatisch prüfen. Und ich klicke einfach nochmal auf Speichern. Und jetzt gucken wir mal, was das gemacht hat. Also, ich habe meine Aufgabe und jetzt gebe ich hier einfach mal mein Eden ein und gehe ins nächste Feld. Und zack, dann prüft er einfach sofort, ob die Antwort richtig war oder falsch. Das heißt, ich muss nicht warten, bis ich da unten auf Check geklickt habe. Einige haben das lieber in der Form. Und jetzt können wir einfach weitermachen. Also ich, ist natürlich falsch. So, ist falsch. Und jetzt noch so mein Misunderstood, wieder falsch geschrieben. Einfach, weil ich so gerne mag. Jetzt drücke ich einfach mal auf Enter. Und jetzt genau das Gleiche. Ne? Also als ob ich das jetzt erst auf Check geklickt hätte, aber dann sieht man halt sofort, was richtig ist, und man kann es dann eben nachträglich nicht mehr ändern. Ich weiß nicht, ob das vielleicht der Beweggrund sein könnte. So, es gibt noch so zwei kleine Einstellungen oder drei. Die kann ich einfach nochmal aufmachen und erklären. Dann haben wir wirklich alles, glaube ich, durch, was es hier so zu wissen gibt. Der eine ist noch, setze Lücken jeweils in eine eigene Zeile. Das könnt ihr gleich mal ausprobieren, vielleicht, wenn ihr wissen wollt, was das passiert. Was passiert, wenn man den macht? Und die anderen ist einfach ein Bestätigungsdialog. Das heißt, vielleicht nehmen wir mal den bei Wiederholen. Bestätigungsdialog beim Klicken auf Wiederholen anzeigen. Und dann sollten wir das Wiederholen vielleicht noch zulassen. So. Sonst ergibt das keinen Sinn. Dann können wir nochmal gucken, was der macht. Wir speichern also noch ein letztes Mal. Und gucken uns das mal an. Das heißt, wir tragen jetzt hier vielleicht hier was Richtiges ein. Und hier irgendwas, nochmal mein Info und vielleicht hier ein Bar. So, und jetzt haben wir den Wiederholknopf wieder. Und wenn wir jetzt hier noch draufklicken, vielleicht, also weil die Sachen ja gleich wieder alle weg sind, wenn ich draufklicke, sagt er mir auch, du bist ganz sicher, dass du das wiederholen willst. Vielleicht möchte ich ja doch nochmal gucken, was ich geschrieben habe. Aber so, bestätige ich einfach mal. So, dann löscht das erst danach, wenn man es abbricht. Kann man dann noch ein bisschen drauf gucken oder vielleicht noch was ändern. Ja, ich glaube, jetzt kann ich meinen Bildschirm erstmal wieder umschalten. Da bin ich wieder. So, ihr habt jetzt im Prinzip in den 20 Minuten für diesen Netztyp wirklich alles gesehen, was man da so einstellen kann, bis auf die eine Sache. Die kommen wir gleich drauf. Im Prinzip habt ihr jetzt alles, was ihr wissen müsst für die Lückentexte von H5P und könnt das selber ausprobieren. Und in der Reihe gibt es natürlich noch weitere Inhaltstypen, die wir uns angucken werden. Und die findet ihr jeweils auf durch Nachdenken, orcamp/webinare/H5P. Also wenn ihr jetzt früh dran seid, ist da jetzt wahrscheinlich noch gar keins oder genau. Nee, dieses muss ja mindestens schon da sein. Aber da findet ihr dann halt alle anderen Videos. Und ich freue mich einfach, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt H5P Inhaltstypen in der Lupe.